Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video-Tutorial für die Version KiCad 6. Ja, in diesem Video möchte ich euch noch einige weitere Funktionen im Schaltplan-Editor zeigen, mit denen ihr schnell und zügig arbeiten könnt, die ich jetzt so in den vorangegangenen Videos nicht angesprochen habe. Dazu mache ich mal hier den Schaltplan-Editor auf. Und ich hatte ja hier die Seiteneinstellung hatte ich schon besprochen, aber können wir mal hier auf den Druckerdialog gehen. Ich kann jetzt hier mir eine Vorschau anzeigen lassen, wie das also aussehen würde. Kann die hier wieder schließen, kann jetzt sagen, ich möchte jetzt hier nur schwarz-weiß drucken, dann habe ich das eben hier nur in schwarz-weiß oder in einem anderen Farbschema. Macht natürlich nur Sinn, wenn ich in Farbe drucken möchte. Und dann hätte ich jetzt hier das KiCad klassische Schema. Und kann mir so meine Druckeinstellungen einstellen. Hier kann ich nochmal zuzüglich dessen meiner Seiteneinstellung hier nochmal ändern auf verschiedene Papiergrößen, auf beliebigen Drucker oder auf hier, wenn ich jetzt Drucker installiert hätte, auch auf den speziellen Drucker. Hochformat, Querformat, ob ich das Ganze nochmal auf dem Kopf stellen möchte etc. kann ich dann hier einstellen und kann mir es dann auch in der Vorschau anzeigen lassen, wie das dann im Druck aussehen würde, und ich kann dann auf Drucken gehen und dann wird das entsprechend ausgegeben. Dann haben wir hier nochmal das Plotten. Da kann ich jetzt hier fürs PostScript, PDF, SVG, DXF und HBGL-Dateiformat entsprechende Einstellungen wählen. PDF wäre jetzt hier zum Beispiel nochmal ganz interessant, könnte ich jetzt eben sagen Schaltplangröße oder eben A4. PDF ist ja nicht in eine Größe gebunden, kann ich also sagen Schaltplangröße. Oder eben hier Farbe oder Schwarz-Weiß und dann in welchem Farbschema. In dem Fall jetzt wäre das jetzt KiCad Default. Ich könnte jetzt hier nochmal die Linienbreiten ändern von 0,1524 meinetwegen auf 0,2 oder 3, um vielleicht meinem Plotter oder meinem Drucker noch ein bisschen bessere Ausgabe darstellen zu lassen. Beim PDF könnte ich mir es dann auch sogar noch im PDF-Reader anschauen. Und kann dann hier unten wählen, aktuelle Seite oder eben alles plotten. Und die Einstellungen kann ich dann auch speichern, um fürs nächste Mal die richtigen Einstellungen zu haben. Hier oben stelle ich dann noch das entsprechende Ausgabeverzeichnis ein, wo unser Spaß hin soll. In dem Fall würde ich jetzt hier natürlich KiCad 6 Druck nehmen und hätte das dann hier als Ausgabe PDF oder eben mit dem entsprechenden Dateinamen versehen, ausgegeben. Das ist dazu, das finde ich hier auch nochmal unter diesen, also unter dem Menü Datei, Drucken und Plotten. Importieren, nicht KiCad Schaltplan, kann ich also hier importieren, verschiedene unterstützte Formate. Da haben wir hier Eagle, CatStar und Altitum oder eben die jeweiligen unterstützten Formate kann ich dann auf den entsprechenden Ordner, da wo ich es gespeichert habe, mir das heraussuchen und ziehe mir das dann rein, dann habe ich den Schaltplan hier direkt im KiCad drin, hatte ich auch schon mal angesprochen. Ich kann jetzt hier eine Netzliste exportieren oder diese Bild in die Zwischenablage legen von diesem Screen, so wie er jetzt hier dargestellt ist. Die Netzliste braucht man eigentlich nicht mehr, früher im KiCad 5 war die noch von Bedeutung, heutzutage ist es jetzt nicht mehr ganz so kritisch, aber trotzdem, diesen Dialog gibt es noch. Wenn ich jetzt hier eben in OrCAD, PCB oder in CatStar das ausgeben möchte, kann ich also diese Netzliste exportieren und könnte das dann im CatStar oder hier zum Beispiel im Spice weiter bearbeiten und dort wiederum importieren. Soweit dazu. Footprint-Zuweisungen könnte ich jetzt hier auch über diesen Dialog eine Zuordnungsdatei reinladen. Habe ich bisher so noch nie gemacht. Aber gut, im Wesentlichen ist es selbsterklärend, also an die Datei einwählen, okay klicken und dann ist die im KiCad hereingeladen. Weiterhin haben wir hier im Bearbeiten-Menü einige interessante Funktionen. Das ist einmal das Suchen und das Ersetzen. Das haben wir auch hier in dieser oberen Werkzeugleiste. Suchen ist ganz interessant. Ich wechsle mal hier, ich gehe mal hier relativ weit rein. Zum Beispiel eben hier in meinen Schaltplan. Und jetzt möchte ich hier zum Beispiel eben nach C1 suchen und kann natürlich hier noch ein paar Parameter suchen oder einstellen, ob Groß- und Kleinschreibung beachtet werden soll etc. Und wenn ich jetzt so sage, hier suchen, zack, springt mir
Gehe jetzt sofort an diese Stelle, ohne dass ich da irgendwo rein oder rauszoomen muss, sondern ich bin dann gleich direkt an dieser Stelle, was ich da gesucht habe. Da kann ich also hier Werte oder Referenzbezeichner suchen. Das ist eine ganz schicke Geschichte, ohne dass ich da ständig mit dem Scrollrad rein und rauszoomen muss aus meinem Schaltplan. Dann haben wir hier das Suchen ersetzen. Ich könnte also jetzt hier, was weiß ich, C1 durch C5 ersetzen. Und kann dann sagen, such das und ersetze es oder ersetze es nicht. Im Prinzip ist das so wie im Dateiexplorer der Dialog vom Windows oder im Dateiexplorer vom Linux. Ist es ähnlich die Steuerung. Dann haben wir hier die Ansicht erneuern. Falls mal doch was hängen sollte, kann man hier die Ansicht erneuern oder eben die F5-Taste drücken. Dann gehen wir nochmal hier drüben rein. Dann haben wir hier noch im Bearbeiten-Menü dieses interaktive Löschwerkzeug. Wenn ich das auswähle, ich habe es auch hier rechts in dieser rechten Werkzeugleiste, dann kann ich natürlich jedes Element, wo ich hier drüber fahre, wird das entsprechend markiert. Und sobald das markiert ist und ich würde jetzt links klicken, würde dieses Element gelöscht werden. Also Linksklick ist es weg. Mit Steuerung Z kann ich es dann wieder rückgängig machen oder mit Steuerung Y jetzt wieder löschen, wenn ich das möchte. Kommen wir mal zu den Zoom-Funktionen, die sind auch recht wichtig. Ich kann also mit hier mit diesen Plus- oder Minus-Button hier entsprechend rein oder rauszoomen. Das gleiche kann ich natürlich auch mit dem Scrollrad machen. Da bin ich wesentlich schneller, als dass ich das jetzt hier mit Plus-Minus mache. Mit dem Scrollrad habe ich auch weiterhin noch den Vorteil, dass ich ja hier mit gedrückter Steuerungstaste links und rechts verschiebe, wenn ich am Scrollrad drehe, und mit der Shift-Taste nach oben und unten. Auch das funktioniert. Diese beiden Buttons sind für mich jetzt hier nicht so interessant. Der hier schon wieder eher, das ist die Home-Taste. Bei euch ist das die Position 1, also POS 1 bei mir auf der Tastatur oder Home. Und wenn ich da drauf drücke, springt mir KiCad sofort wieder zurück in die weitest herausgehende Zoom-Stufe, dass der Schaltplan hier sauber auf dieser Fläche auf meinem Bildschirm eingepasst ist. Ganz wichtig, wenn man mal wirklich irgendwo weit im Schaltplan drin ist, einfach da Position 1 drücken oder eben hier diesen Button, ist man sofort wieder in dieser Darstellung und der Schaltplan wird sauber eingepasst. Dann haben wir die Funktion auf Objekte zoomen. Die möchte ich euch mal zeigen in einem Schaltplan, wo es wenig Objekte gibt. Dazu gehe ich mal hier rein. Wir haben jetzt also hier den gesamten Schaltplan. Und wenn ich jetzt hier draufklicke oder Steuerung Position 1 Taste oder Home Taste drücke, springt mir KiCad automatisch mit dem Zoom so weit rein, wie er hier alle Bauteile, die gerade in diesem Schaltplan dargestellt sind, hier auf diese Fläche kriegt. Und dann habe ich also hier sauber meine Darstellung. Gehen wir einfach hier nochmal rein, zack. Dann sehen wir, wird das hier so dargestellt, dass alle Bauteile, die gerade in dem Schaltplan drin sind, optimal dargestellt werden. Und zu guter Letzt habe ich natürlich hier noch über die Tastenkombination Ctrl F5 oder eben hier über den Button die Möglichkeit zu sagen, ich ziehe mir ein Auswahlfenster, klicke hier links, halte die Taste gedrückt, ziehe mir mein Fenster und sobald ich das loslasse, zoomt mir KiCad so weit rein, dass ich hier die optimale Darstellung habe, wie ich hier mein Fenster aufgezogen habe. Wenn ich das so mache, dann bin ich halt hier eben wirklich sehr weit im Schaltplan rein gezoomt. So, dann haben wir hier die beiden Buttons für die hierarchischen Schaltpläne. Das hatte ich ja hier schon gezeigt bei meinem Tutorial für den hierarchischen Schaltplan. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, unser Rotieren zu machen. Also ich kann jetzt hier links oder rechts, also entgegen oder mit dem Uhrzeigersinn rotieren. Mit dem Uhrzeigersinn rotieren hat leider keine Tastaturkürzel. Ich habe hier das gegen den Uhrzeigersinn rotieren. Das habe ich auch schon erklärt. Wenn man hier das Element wählt und jetzt hier R dreht, kann man das entsprechend gegen den Uhrzeigersinn oder hier über den Button im Uhrzeigersinn rotieren. Ich nutze immer R, weil ich einfach mit dem Drücken der Taste schneller bin, als dass ich jetzt hier auf diesen Button klicke. Was ich jetzt hier noch machen kann, da sind auch noch zwei sehr wichtige Tastaturkürzel. Das ist einmal die Taste Y. Dann wird also dieses Element jetzt hier in der X-Achse gespiegelt. Wir sehen, wenn ich jetzt hier die Taste Y drücke, springt die 1 nach unten, der Pin 3 nach oben. Drücke ich es nochmal, wird das wieder weitergemacht. Und wenn ich jetzt hier nochmal das vertikale Spiegeln mache, das ist mit der X-Achse,
mit der Taste X, dann wird also jetzt hier mein Element automatisch um 180 Grad gedreht. Was ich immer gerne mal brauche, ist eben die Taste Y. Manchmal ist es doch, hoppala, ist es doch ganz wichtig, dass man mal hier schnell so einen Connector umdreht. Und das funktioniert dann über die Taste Y. Kommen wir nochmal hier in unser Bearbeiten-Menü. Da gibt es hier unten noch die Text- und Grafikeigenschaften, die man bearbeiten kann. So sieht dieser Dialog aus. Da möchte ich euch auch noch was zeigen. Hier kann ich also jetzt die Text- und Grafikeigenschaften von den Elementen in meinem Schaltplan ändern. Wichtig, hier muss ich als erstes mal mich von links nach rechts und dann von oben nach unten durcharbeiten. Und zwar habe ich einmal jetzt hier den Anwendungsbereich, auf was ich diese Änderungen anwenden möchte. Ich möchte euch das mal jetzt hier zeigen, zum Beispiel auf Verbindungen und Verbindungsbezeichner. Dann könnte ich jetzt hier einen Filter anwählen, auf welche expliziten Verbindungen ich das jetzt anwenden möchte. Zum Beispiel eben, ich mache hier nochmal zu, zum Beispiel eben jetzt hier auf dieses Netz Paddle links oder Paddle rechts, wenn ich das haben möchte, oder auf CW, die anderen Bezeichnungen, die wir hier im Schaltplan haben. Ich gehe nochmal hier drauf, also Verbindung und Verbindungsbezeichner. Gebe ich jetzt hier in diesem rechten Fenster nichts an, wird das einfach auf alle Verbindungen angepasst. Und ich sage mal, ich möchte jetzt hier zum Beispiel die Knotenpunktgröße ändern, also hier unten dieser Knotenpunkt. Und ich schiebe das hier mal ein bisschen rüber, dass man es vielleicht etwas besser sieht. Ich möchte das jetzt einfach mal auf 3 mm ändern. Und wenn ich jetzt sage, okay, zack, dann werden im ganzen Schaltplan hier sämtliche Knotenpunkte auf 3 mm geändert. Ob das jetzt Sinn macht an dieser Stelle, es sei dahingestellt. Ich habe es euch hier gezeigt, kann man also Grafikeigenschaften ändern. Mit Steuerung Z kommt man dann wieder zurück, falls es schief geht. Gut. Moment, halt, das war falsch. Gehen wir nochmal hier in die Text- und Grafikeigenschaften. Also hier kann ich das jetzt ändern, auch die Farben und so weiter. Kann man durchaus mal ausprobieren. Ist ganz interessant oder wichtig, wenn man wirklich mal schnell im Schaltplan irgendetwas komplett umändern möchte. So, das dazu. Dann haben wir eine weitere Funktion, die ich euch zeigen möchte. Das ist hier das Symbole ändern. Und da kann ich jetzt hergehen und sagen, okay, Symbole, ich möchte jetzt alle Symbole mit R ändern, aber natürlich steht hier R1, 2, 3, 4. Deshalb muss ich jetzt mit dem regulären Ausdruck arbeiten, eben Sternchen dahinter machen, also R und dann egal, was alles dahinter kommt. Das ging auch jetzt bei diesem vorherigen Dialog, bei den Texteigenschaften geht das genauso. Reguläre Ausdrücke kann ich also hier im KiCad verwenden. Und ich möchte dieses Symbol jetzt einfach mal ändern in das US-amerikanische Symbol. Und da gehe ich hier auf dieses Device, ja, unter Device und sage jetzt Resistor US. Ich kann hier auch suchen, das ist vielleicht die schnellere Variante. Ich gehe hier drauf und sage jetzt hier einfach mal R-US. Dann komme ich hier auf dieses amerikanische Darstellungssymbol hier mit diesen gezackten Darstellungen, mache hier einen Doppelklick drauf. Dann habe ich das hier ausgewählt in dieser Darstellung, in dem Symbolbibliotheksbrowser. Und wenn ich jetzt hier einen Doppelklick drauf mache, wird das hier übernommen. Und wenn ich jetzt sage ändern, werden hier sofort alle Widerstände im Schaltplan auf dieses amerikanische Symbol umgeschrieben. Wir sehen es auch hier unten, haben wir nochmal die Ausgabemeldung, dass das jetzt hier geändert wurde. Es ist also eine schnelle Möglichkeit, hier so was zu ändern, wenn das vonnöten ist. Auch da bitte aufpassen, hier kann man auch schnell viel falsch machen, vor allen Dingen was das Thema reguläre Ausdrücke betrifft. Gut, ich gehe mal hier auf Schließen, mache das hier wieder rückgängig in unser deutsches Format. Damit hätten wir das hier soweit durch. Ich kann jetzt hier noch die Schaltplan-Seitennummern bearbeiten, wenn ich das möchte. Also hier aus 1 meinetwegen Nummer 5 machen. Gut, ob das jetzt immer nötig ist, sei dahingestellt. Zoomen hatte ich ja bereits gezeigt. Dann hier kann ich nochmal anwählen, das Raster
anzeigen oder eben nicht anzeigen. Es geht natürlich hier ebenfalls über diesen linken Werkzeugleisten-Button. Und dann haben wir hier die Einheiten Zoll, Millimeter oder Mill, haben wir ebenfalls hier in dieser linken Werkzeugleiste oder eben das fensterfüllende Fadenkreuz, was sich auch eben hier in dieser linken Werkzeugleiste verbirgt. Verborgene Pins, das ist dieser Button hier, den kann ich mal anklicken und wir sehen jetzt hier unten bei diesen Grounds tut sich hier nochmal so eine verborgene Pin-Nummern-Anzeige hervor. Wenn ich hier wieder draufklicke, machen wir weiter rein. So, wenn ich jetzt hier draufklicke, sehen wir also, dass jetzt hier diese Pin-Nummer bei diesem Ground-Anschlusssymbol ausgeblendet ist und auch die Pin-Bezeichnung. Und hier kann ich mir das ein- und ausblenden lassen, wenn das mal vonnöten ist, zum Beispiel für die Fehlersuche. Gut, das soweit dazu. Haben wir hier noch was? Nö. Dann können wir hier reingehen. Gut, das kennen wir schon. Symbole einfügen. Hier sind wir im Prinzip in der rechten Werkzeugleiste hier nach unten. Können wir jetzt hier uns entsprechend hoppala, alles einfügen, wie wir es hier auch in der rechten Werkzeugleiste finden. Und ich kann jetzt hier auch Linien noch hinzufügen. Wenn ich jetzt hier also eine Linie zeichnen möchte, dann kann ich das hier tun. Zum Beispiel, um jetzt Elemente miteinander zu verbinden oder um irgendwelche grafischen Darstellungen nochmal hervorzuheben oder irgendwelche Bereiche abzugrenzen, um zum Beispiel zu sagen, das ist jetzt hier der Arduino-Bereich. Kann ich das dann hier entsprechend einpflegen, lege das dann hier zum Beispiel mit der Taste K ab, gehe hier auf den Rechtsklick, das Werkzeug beenden und kann jetzt eben hier nochmal die Linieneigenschaften bearbeiten, könnte jetzt noch eine andere Farben vergeben und so weiter, um mir jetzt eben hier diesen Bereich durch so eine Linienfunktion nochmal explizit hervorzuheben. Dann eben Text hinzufügen, da kann ich jetzt hier jeden x-beliebigen Text hinzufügen. Hier kann ich auch entsprechende Textvariablen benutzen, hatte ich ja bereits gezeigt, wie man sich so eine Textvariable anlegt und könnte jetzt hier also eine Textvariable reinschreiben, dann wird hier automatisch die Variable durch den Text ersetzt und dann kann ich das hier frei platzieren. Ja, und wenn ich jetzt noch ein Bild hinzufügen möchte, ja, dann kann ich also hier mir noch aus meinem System ein Bild heraussuchen und kann auch das noch einfügen, um jetzt hier vielleicht noch etwas darzustellen oder eine Symbolik einzufügen. Das soll es erstmal soweit gewesen sein. Die das Inspektionsmenü, das kennen wir auch, den ERC-Check. Auf den Simulator gehe ich dann nochmal separat in Videos ein. Die Werkzeuge mache ich dann auch nochmal extra in einem Video. Naja, und Einstellungen hat man ja und Hilfe ist auch schon bekannt. Soweit erstmal so gut. Ich wünsche euch viel Spaß mit KiCad. Bis zum nächsten Mal und winke winke.